Australien sind meiner Meinung nach mitunter die schönsten Sommerblühe. Leider sind sie aber nicht winterhart, deswegen muss man sie im Herbst ausgraben und den Winter über an einen kühlen Ort, so zwischen 5 und 15 Grad, lagern. Ich habe das dieses Jahr in Zeitungspapier gemacht und das Zeitungspapier dann beschriftet, was für Farbe das ist. Und wie man sieht, haben die hier jetzt schon ihre Austriebe gebildet. Deswegen muss ich die unbedingt in die Erde bringen. Das ist jetzt eine schöne Größe, um die in die Erde zu bringen. Allerdings habe ich da auch noch ein anderes Beispiel. Und zwar hier. Das ist schon ein richtig großer Klumpen an Dahlien. Und Dahlien kann man dann auch problemlos teilen, um eben mehrere zu bekommen. Das sollte man dann machen, so 1 bis 2 Tage, bevor man sie pflanzt, damit die Schnittwunde noch abheilen kann. Gerade wenn man so einen großen Klumpen hat, der auch schon ein bisschen älter ist, ist der Mittelpunkt ziemlich verholzt. Deswegen ist es am besten, man nimmt dazu eine Säge mit einem geraden Blatt. Und dann sägt man ihn einfach in der Mitte durch. Alternativ kann man kleinere Klumpen auch auseinanderziehen oder mit einer ganz normalen Gartenschere auseinanderschneiden. Nachdem ich hier jetzt einige von den Knollen angesägt habe bzw. durchgesägt habe, schneide ich die einfach raus, damit keine großartigen Infektionsstellen entstehen können. Die Knolle hier schaut sehr gut aus. Also die Körper an sich sind relativ fest. Also mache ich mir da überhaupt keine Sorgen, dass die überhaupt austreibt, beziehungsweise hier sieht man ja auch schon den Neuaustrieb. Was mache ich jetzt, wenn ich so ein Ding hier habe? Schaut ziemlich vertrocknet aus und irgendwie, als würde da nimmer wirklich was kommen. Egal, einfach pflanzen. Weil was verliere ich? Ich buddel zwar ein Loch und es wird wahrscheinlich nichts, aber vielleicht kommt ja was und ich kann mich an der Blüte erfreuen. Die Körper können sich wieder auftanken sozusagen mit der Energie. Und wenn es nichts wird, dann habe ich Platz, um wieder was Neues zu pflanzen. Dahlien pflanzt man so ca. 10 bis 15 cm tief und hält dabei einen Abstand von ca. 50 cm ein. Der Standort sollte sonnig bis halbschattig sein. Aber lieber volle Sonne. Über ein bisschen Dünger, in Form von zum Beispiel Hornspänen, freuen sich die Dahlien natürlich auch. Dahlien werden ziemlich hoch, deswegen stecke ich beim Pflanzen gleich einen Stab zwischen diese Körper, weil wenn ich den später reinstecke, könnte ich eventuell diese Knolle piercen, also durchstechen, und damit wäre zumindest ein Tuber auf jeden Fall kaputt. Gießen sollte man erst, wenn das erste Grün zu sehen ist. Ich hoffe, das Video war hilfreich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bye!